Sie sind Ihnen bestimmt schon aufgefallen, die bitterbösen Zeichnungen des österreichischen Zeichners Manfred Deix. Im Stern, im Wiener oder vielleicht in einem seiner Bücher. Verfressene, schweinsäugige Spießer mit Bauernvisagen, sabbernde Sexfetischisten und andere kleinbürgerliche Perverslinge. Seine Bilder tun weh, genauso wie die Wahrheit eben manchmal schmerzt. Hollywood-Regisseur Billy Wilder gilt als einer seiner größten Fans und ein prominenter österreichischer Politiker hat mal gesagt, wenn ich mich über ein Regierungsmitglied ärgere, dann stelle ich mir vor, wie der bei Deix aussieht und schon bin ich wieder gut aufgelegt. Heute Abend ist Manfred Deix bei mir zu Gast. Vor einigen Tagen hatte ich die Möglichkeit, ihn bei der Arbeit zu beobachten. Baby, blamiert's mir, ins Fernsehen ist da. An Manfred Deix Katzenkolonie führt kein Weg vorbei. Über 60 Tiere bevölkern derzeit seine Jugendstilvilla in einem Wiener Vorort. Es gibt keine Tiere, die einem Liebe so intensiv beweisen können wie Katzen. Die schnurren. Es gibt keine Tiere, Elefanten schnurren nicht, Bären können nicht schnurren. Weil Nilpferde, keiner kann schnurren, das können nur Katzen. Katzen sind sein einziger Luxus. Bis zu 1000 Franken gibt der 46-Jährige monatlich für Katzenfutter aus. Weniger zärtlich geht Manfred Deix mit seinen Artgenossen um. Mit 6 Jahren begann er, die Gäste im Wirtshaus seiner Eltern nachzuzeichnen. 40 Jahre später tut er immer noch dasselbe. Beobachten und zeichnen. Der ehemalige Kunststudent durchleuchtet die Menschen und ihr Tun. Beschönigt wird nichts. Dass er zuweilen sogar ziemlich krass übertreibt, streitet Deix kategorisch ab. Was die Natur geschaffen hat, was der Himmelsvater in Wahrheit geschaffen hat, an Merkwürdigkeiten in den Gesichtern, kann ich nie bringen. Der Typ ist angeblich ein Geschäftsmann in Wien. Ich weiß nicht, wie er heißt und so, ich will dem nicht nahe treten. Aber das Gesicht, ich habe ein Magazin durchgeblättert und finde das Foto von dem Herrn. Ich habe eine Stunde gebraucht, um das Bild zu verdauen. Oder der da. Na, ist er nicht großartig? Das sind die Leute, die mich beflügeln oder beeindrucken oder die mich glücklich machen. Ich bin froh, dass es diese Gesichter gibt. Wie langweilig ist die Claudia Schiffer oder ihr Mann, wie heißt der? Der Magier. Der Copperfield. Copperfield, der ist ein langweiliger Typ wirklich mit diesen Herrschaften da. Also der Copperfield steigt gegen diese Typen schwach aus. Mir ist ein Inserat aufgefallen in einer großen Illustrierten. Anatomisch stark ausgeformter String, po-frei. Der Schambeutel sitzt super, ohne Band durch den Schritt. Das sind Dinge, die mich schwerst beeindrucken, seit ich zeichnen kann. Und das, also von dem her werde ich nie arbeitslos werden, weil es diese Dinge ja gibt. Das heißt, ich kann immer nur der Realität hinterher hinken, nachhinken. Also die springen mir die Dinge vor und ich lebe davon, ich sahne den Kuchen ab, der abfällt dabei. Tabus scheint Deix keine zu kennen. Er malt mit Vorliebe Dinge, über die andere Leute vor Scham erröten. Schon bald einmal sah er sich als Sexsatyriker mit sexuellen Problemen abgestempelt. Da müsste man wirklich dem Michelangelo riesige sexuelle Probleme unterstellen. Der hat dann muskulöse Männer mit solchen Schwänzen gemalt. Also der hat die Sixtinische Kapelle vollgemalt damit. Es gibt so viele Beispiele von Malern, die Akte gemalt haben. Der Renoir, es hat gegeben, mein Gott, der die dicken Weiber gemalt hat. Wie hat er Kasten? Das ist der Rubens zum Beispiel, hat der sexuelle Probleme gehabt? Nein, der war geil unterwegs, der hat immer den Sex im Schädel gehabt. Ich habe ihn auch. Bei mir drehe ich das um. Ich mache mir über Sexualität lustig, aber ich bin eigentlich gut beisammen in der Beziehung. Also ich habe kein Problem. Die Zuschauer haben Probleme damit. Ziel seines Spotts ist nicht allein die bürgerliche Sexualität. Sein frecher Pinsel trifft auch Politiker aus dem rechten Spektrum. Ja, also ich habe mir das so irgendwie vorgestellt, dass wenn Hitler noch lebte, dass der Hitler dem Haider einen Vortrag hielte. Und er würde ihm sagen vielleicht, mein lieber Jörg, hör, was ich sag. Du bist genau von meinem Schlag. Du bist aus echtem Schrot und Korn, nur leider viel zu spät geboren. Und so weiter. Also der Hitler macht dem jungen Haider, diesem nationalen Politiker, große Komplimente auf dieser Zeichnung. Ich stelle mir das so vor, ich sage nicht, dass es stimmt, aber meine Fantasie darf ich mir nicht verbieten lassen. Fast rund um die Uhr ist der Workaholic an der Arbeit. Erholung findet er beim Sound der Beach Boys. Seit 30 Jahren ist Deix Fan der kalifornischen Gruppe. Als Background-Sänger in einer Amateurband eifert er gar seinen Idolen nach.
Die Musik der Bildsprache ist für mich was unendlich Beruhigendes. Ich gebe mich berufsmäßig immer mit sehr negativen Dingen ab, weil das meine Pflicht ist. Ich verstehe es als meine Pflicht und als Ausgleich dazu gibt es für mich absolut nichts Besseres als die beruhigende Wirkung der Beachboys-Musik. Die ist aufbauend. Und wenn ich ganz unten bin und mir eine Stunde lang die Beachboys anhöre und die positive Musik höre von denen, geht es mir blendend nachher. Nach einer Stunde bin ich wirklich ganz oben und bin kreativ und das geht mir wirklich besser. Es ist kindisch, aber es ist die Wahrheit. Manfred Dax, Zeitschriften in Österreich und in Deutschland, die reißen sich um ihre Karikaturen. In der Schweiz kennt man sie eigentlich nur von ihren Büchern. Ist Manfred Dax oder besser gesagt seine Zeichnungen für die Schweizer Printmedien nicht zumutbar? Naja, ich habe zu kurz in der Schweiz gelebt, um das wirklich effektiv beurteilen zu können. Also ich habe gemerkt, aufgrund der Verkaufszahlen meiner Bücher und aufgrund des Feedbacks, das ich in der Schweiz hatte, dass man mich eher abgelehnt hat. Und das mag meinetwegen mit einer verkorksten Moral zu tun haben. Ich weiß nicht, also ich möchte den Schweizern wirklich nicht irgendwie an die Pelle gehen, das möchte ich bei Gott nicht. Aber es scheint einen Grund zu geben, der das irgendwie belegt. Aber sagen Sie mal, die Österreicher sind auch ein Alpenland, sind die nicht mindestens so verkorkst? Na, also offenbar gibt es da riesige Unterschiede. Ja. Also aufgrund des Lebens, das ich dort führe und aufgrund meiner Arbeiten, die ich dort permanent veröffentlicht habe, merke ich und kann ich wirklich feststellen, also die Österreicher sind, was Puritanismus anbetrifft, nicht so gehandicapt wie die Schweizer. Sind denn die Schweizer überhaupt ein Thema für Sie? Gäbe es Themen in der Schweiz, wo Sie gerne drüben zeichnen? Naja, das ist sehr verwandt. Die Schweiz ist mit den Österreichern, also da gibt es wirkliche Verwandtschaften. Die Deutschen sind den Schweizern nicht unähnlich, also es gibt wirkliche totale Parallelen. Und ich meine, dass man diese Gruppierungen durchaus zueinander fügen könnte, zeichnerisch jetzt. Und da muss ich ehrlich sagen, riesige Unterschiede gibt es da nicht. Ja. Also es gibt die spießigen Deutschen, es gibt die spießigen Schweizer, es gibt die spießigen Österreicher. All das ergibt ein Sammelsurium von Leuten, die mit Humor meinetwegen nicht gut umgehen können. Andererseits gibt es aber wieder in dieser Gruppierung tolle Leute, die den besten Humor Europas hervorgebracht haben. Würden Sie mich zeichnen? Wäre ich ein Opfer für Ihre Karikaturen? Na, da habe ich ein Problem. Ja, ich habe ein zu langweiliges Gesicht. Gell? Nein, so kann man es nicht sagen. Sie sind zu hübsch, Sie Danke. Sind zu schön, zu geradlinig. Sie sind ein Dressman. Tut mir leid, und da habe ich meine Probleme. Ja, zwei Reizthemen, die ziehen sich ja dicht durch Ihre Arbeit durch. Das ist einerseits die Sexualität, andererseits auch der Rechtsextremismus. Ja. Ihre Angriffe gegen Jörg Haider und die FPÖ oder allgemein gegen den Rechtsextremismus haben Ihnen einige tausend Franken an Gerichtskosten eingetragen. Hat Ihnen der Jörg Haider damit eine Art Maulkorb verpasst? Das hat er wahrscheinlich nicht versucht. Er hat sich nur sein Recht geholt und das steht ihm zu. Nur er hat in mir einen wirklich stabilen Gegner und ich werde gegen den Mann anzeichnen. Ich kann ja nicht mehr, ich kann ja nicht kämpfen. Ich bin ja kein Boxer, ich meine, das habe ich früher gemacht. Aber ich kann nicht den vor dem Parlament abfangen und sagen, du Arschloch, ich hau dann in die Goschen. Das kann ich ja nicht tun. Meine Waffen, meine Mittel, um ihn zu bekämpfen, sind die Zeichnung. Wenn mir das gelingt und ich werde mich bemühen, das weiter zu tun, dann werde ich das weiter tun. Ja. Sie sind von Neonazis einmal angegriffen worden, Sie hatten eine Rauferei. Naja, das hat es schon oft gegeben. Aber es ist offenbar ein kleiner Vorfall, aber es gibt viele bösere Dinge, die mir passiert sind von dieser Seite. Zum Beispiel? Naja, also mir sind die, auch nicht aufregend, aber immerhin jeder andere scheißt in die Hosen, wann ihm das passiert. Mir sind die Autoreifen aufgeschlitzt worden, mir sind die Fenster eingeschossen worden, ich habe Drohanrufe bekommen, die, ich weiß nicht, 12 Stunden pro Tag gedauert haben, also in Intervallen von 3 Minuten. Ich habe beschissenes Klopapier zugesendet bekommen, all das Dinge, die eindeutig waren und die Bekenneranrufe waren dann ganz klar. Das heißt, ich habe immer mit diesem Unrat zu tun. Naja, und ich werde. Also der Vorwurf der Linke, dass sie quasi jetzt zahmer geworden wären, der stimmt nicht. Ja, der ist lächerlich. Den lehne ich ab, das ist ein Witz. Nein, nein, also damit kann ich nichts anfangen, weil es nicht stimmt. Kommen wir zum Thema Sexualität. Sie haben im Beitrag gesagt, die Zuschauer hätten ein Problem, wenn sie sich aufregten über ihre schlüpfrigen Zeichnungen. Das müssen Sie jetzt uns aber doch noch ein bisschen genauer erklären, beziehungsweise den Zuschauern. Ja, das ist sehr einfach zu erklären. Also die Dinge, die ich zeichne oder illustriere,
sind folgende. Ich lese Zeitungen und ich lebe davon, dass ich Zeitungen und Medien konsumiere. Das heißt, ich lese merkwürdige Dinge. Ich lese, dass da ein, jetzt vor kurzem, ich glaube vor 10 Tagen oder was in Österreich, ein 24-jähriger Mann bei einer 87-jährigen Frau eingestiegen ist in die Wohnung, hat sie vergewaltigt, hat ihr den Mund zugehalten und hat sie kanastert, wie man in Österreich sagt, dass der Frau Hören und Sehen vergangen ist. Und da wundere ich mich, also man, als 24-Jährige mit einer älteren Dame sowas zu tun, finde ich komisch und merkwürdig. Und diese Dinge illustriere ich einfach. Ich bin ein Illustrator, ich bin sowas wie ein zeichnender Journalist. Ein Moralist aber auch. Der Moralist ist mir unangenehm. Also Moralisten sind die Leute, die eher so ein weißes Kragerl haben und ein schwarzes, bodenlanges Kleid tragen. Also mit denen habe ich nichts am Hut. Also zu denen gehöre ich nicht. Wir dürfen uns jetzt auf einen großen Sexualratgeber, an dem Sie arbeiten, freuen. Das heißt, Sie verraten alles. Sie verraten die heißesten Themen. Gut, also lassen wir das. Reden wir lieber über das Geld. Das ist auch ein Thema, das Sie sehr interessiert. Mich? Ein Original-Dykes kostet so etwa zwischen 5.000 und 10.000 D-Mark. Das sind ja Kunstpreise. 500 Was? Wie? Blödsinn, was? 5 und um 10.000 D-Mark? Nein, um die 10.000. 500.000 bis 10 Millionen D-Mark und Franken zusammen. Gut. So schaut's aus. Und warum sind die so teuer? Ja, weil das ein Gigant dahinter steht. Mhm. Ein Genie. Ja. Das dürfen Sie nicht vergessen. Das hängt sicher aber auch mit der aufwendigen Art und Weise zusammen. Natürlich, wie und vor allem mit meinem Intellekt. Wissen Sie, Sie haben es da mit einem Zeichner zu tun, der alle anderen um Mengen schlägt. Also ein Gigant. Giganten haben immer ein Vermögen verlangt. Der Karajan ist nicht umsonst so berühmt geworden. Die Beach Boys sind nicht umsonst so berühmt geworden. Die Rolling Stones verlangen Schweinekohle. Ich sage nur, also ich habe dasselbe Recht. Das sieht man ja auch jetzt daran, dass Sie sich jetzt besser vermarkten wollen. Es gibt ja mittlerweile auch Dykes Krawatten. Es ist eine CD-ROM erschienen, also ein Multimediaspiel über Manfred Dykes. Es ist ein Hundeboxershorts in Planung von Manfred Dykes. Hat ein Karikaturist mit einem gewissen politischen Anspruch nicht da die Gefahr, dass er unglaubwürdig wird? Überhaupt nicht. Diese Meinung haben nur Spießer. Es gibt auch linke Spießer. Jeder, der mir das vorhält, den kann ich dann nachher fragen, kann sagen, Moment, wovon lebe ich in 20 Jahren, wenn ich out bin oder in 10 Jahren? Ich habe davon zu leben, von meiner Arbeit, von meinem Output. Das ist mein Job und was immer ich sein. Und wenn ich Unterhosen designe, ist es mein Bier. Und keiner wird mich fragen, wenn ich irgendwann mal out bin, hoppala, Alter, jetzt geht's dir schlecht. Mhm. Ja, ich muss dafür sorgen, dass meine Katzen, und ich habe deren sehr viele, die vermehren dass es denen sich gut, ja, na klar, das sind sexuell orientierte Wesen, dass es denen gut geht. Und ich, das ist meine Hauptaufgabe als Tiervater, als liebender Vater, dafür zu sorgen, dass es meiner Familie gut geht. Okay. Sie bleiben ja noch ein paar Tage in der Schweiz. Vielleicht haben Sie Gelegenheit, einige kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. Wir schauen doch jetzt mal zusammen unsere Kulturtipps an. Hier ist die Agenda zusammengestellt von Urs Augsburger.